Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier möchte ich Ihnen am Beispiel der JSON-Bibliothek zeigen, wie Sie JSON-Strings serialisieren und deserialisieren. Und dafür machen wir eine kurze Code-Demo und ich zeige Ihnen so ein paar Elemente zu JSON. Also JSON steht für JavaScript Object Notation, ist also im JavaScript-Standard mit drin. Also wenn Sie da Details suchen würden, müssten Sie bei der ECMA suchen. Die ECMA standardisiert JavaScript. Es gibt dann das als Media Type, das ist nochmal im RFC spezifiziert und der aktuelle JSON-Standard ist ECMA 404. Was ein Media Type ist, also was dieses Application-JSON bedeutet, das kriegen wir in einer der nächsten Vorlesungen. JSON hat den großen Vorteil, das besteht im Wesentlichen aus Name-Wert-Paaren. Also Sie können es im Grunde verstehen wie eine große Hash-Map, also immer ein Key und ein Value dazu. Sie können also leicht Daten abspeichern und es gibt dann Sonderformeln, wo Sie Listen, Objekte und solche Dinge mit abspeichern können. Das zeige ich Ihnen gleich. Aber die wesentliche Datenstruktur ist eigentlich String und dann können Sie sozusagen daraus mit so Name-Wert-Paaren auch komplexe Objekte zusammensetzen. Gespeichert wird im UTF-8-Format. Also wie im Internet üblich. Und es ist sehr weit verbreitet. Also wenn Sie sich mit RESTful Web Services auseinandersetzen, das ist so der Haupt-Middleware-Standard zurzeit, da nehmen die meisten Leute JSON her als Übertragungsformat. Müssen Sie nicht zwingen, man könnte auch XML nehmen. JSON ist halt wesentlich leichtgewichtiger und es sind relativ viele Zusatzstandards noch dazu gekommen, wie zum Beispiel JSON-Schema, wo Sie also relativ leichtgewichtig auch sowas wie eine Syntaxprüfung machen könnten. Hier ein Beispiel, JSON String, das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal im Code, ist einfach, also durch die geschweiften Klammern sehen Sie, das sind die Grenzen eines Objektes. Die eckigen Klammern, wie hier bei Hobbys, das sind die Grenzen eines Arrays. Also kann ich immer geschweifte Klammer gleich Objekt, eckige Klammern gleich Array. Also hier zum Beispiel bei Address ist auch ein Objekt, während das hier ist auch ein Customer-Objekt. Leider sehen wir nicht, dass es sich um ein Customer-Objekt handelt. Und dann haben wir hier Name-Wertpaare, ID ist 2, First Name ist Gerd, Last Name Benedikt und so weiter. Also sehr leicht lesbar, das heißt, das können Sie sehr leicht mit dem Editor bearbeiten und sich auf der Middleware-Schnittstelle leicht anschauen. Und Sie übersetzen sozusagen diesen String hier in ein Objekt der Klasse Customer und eins der Klasse Address und andersrum. Komplexe Objektgeflechte fangen an schwierig zu werden, weil man dann anfängt, Rekursionen zu kriegen und so weiter. Das wäre nochmal ein eigenes Thema, was ich hier erstmal nicht behandle. Wir machen jetzt hier erstmal nur die Basics. So, wo finden Sie Details zu JSON? www.json.org. Hier ist sozusagen die ehemalige Homepage von JSON, also wo sozusagen man alle Informationen gefunden hat. Sie sehen hier der Verweis auch auf den ECMA-Standard, wo also Details zu JSON festgelegt sind. Und hier haben Sie zum Beispiel dann einen Syntaxgraphen, zum Beispiel ein Objekt in JSON wird dann dargestellt durch geschweifte Klammern und dann im Grunde Name, Wertpaare durch Doppelpunkt getrennt und dann können Sie per Komma dann immer weitere Name, Wertpaare hinten dran hängen. Und hier auf der Seite finden Sie dann auch die ganzen anderen Syntaxdefinitionen. Arrays mit den eckigen Klammern habe ich Ihnen schon gezeigt. Und ein Wert kann dann String, eine Zahl, ein Objekt, ein Array, True oder False sein, falls ein Boolean drin ist, oder Null für nichts. Und hier sind noch alle weiteren Details festgelegt. So, jetzt was in Java programmieren. Ich habe jetzt nicht lange gesucht. Wir haben in Vorlesungen sozusagen schon JSON verwendet. Das ist eine Google-Implementierung, die man bei GitHub auch finden kann. Die verwende ich jetzt hier. Es gibt sicherlich auch schönere Möglichkeiten, das zu machen. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen jetzt erstmal nur das Grundverfahren zeigen. Es geht jetzt und das JSON-Ding funktioniert. Also, wir wollen JSON einbauen in unser Code. Java kann das, soweit ich weiß, mit Bordmitteln Stand heute noch nicht. Und deswegen nehmen wir hier JSON her. Hier gibt es sozusagen beim Maven Repository. Ich habe ja wieder einfach nach JSON und Maven gegoogelt und habe dann hier gefunden, wie man das sozusagen einbauen kann. Sie sehen, das ist schon gute anderthalb Jahre alt, was da vorliegt. Das ist so die aktuellste Version, soweit ich weiß. Und das hängen wir jetzt in unser Projekt rein. So, das heißt, wir gehen hier kurz in die Build-Gradle-Datei und hängen hier, das habe ich hier schon mal gemacht, weil ich die Beispiele programmiert habe, hier dieses Group, Google JSON, JSON und so weiter, hängen wir hier einfach rein. So.
Und nicht vergessen, wenn Sie es reingehängt haben, hier auf das Reload All Gradle-Projekt zu klicken, damit er die JSON-Bibliothek auch wirklich runterlädt auf Ihrer Maschine. So, jetzt wollen wir was programmieren. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal wieder meine beiden Customer vorbereitet, Customer C1 und C2. Der Code von beiden ist so wie im letzten Beispiel. Ich habe hier ein Unterverzeichnis JSON angelegt. Ich habe hier einen Customer. Der hat jetzt alle möglichen Attribute, aber kein Serializer. Das ist einfach eine stinkordinäre Java-Klasse. Und das Address hat drei Attribute und ist auch eine stinknormale Java-Klasse mit allen möglichen Boilerplate-Zeug drin, aber nichts Interessantes. So, sind wir hier in der Main drin. Und Main erzeugt wieder zwei Custom-Objekte. Das sind dieselben Objekte wie in den letzten beiden Beispielen. Und ich habe jetzt hier schon mal wieder so einen Programmrahmen vorgebaut, dass der mir hier schon mal so ein File-Writer erzeugt. Ich will wieder ein bisschen mit dem Chartset rumbasteln, deswegen File-Writer und keinen Ausgabestrom. So, das Schreiben in eine JSON-Datei ist jetzt relativ einfach. Das heißt, da haben wir so eine Frontend-Klasse, die nennt sich JSON. JSON gleiche, dann nehmen wir hier das Builder-Pattern, New JSON Builder. JSON Builder. Create. Jetzt haben wir also ein JSON erzeugt und mit dem Ding können wir jetzt im Grunde einfach serialisieren. Also man könnte jetzt sagen JSON.toJSON und dann bietet er mir hier zum Beispiel C1, Komma und dann muss ich hier noch sagen Out, glaube ich, habe ich den Writer genannt und dann war es das schon. So, das heißt, da sind wir schon fertig. Das war's. Letzten Endes kommt der JSON, kommt dann JSON, kommt dann selber, ist dann selber so schlau, dass er die Datei parsen kann. Mehr ist nicht zu machen. Rest vom Code ist noch leer. Da habe ich schon mal vorbereitet, wie man das lesen kann. Also wenn ich den Code jetzt starte, müsste irgendwo die Datei customer.json auftauchen. So, starten wir das mal. Sie sehen, dass da alles Mögliche schief gegangen. Warning, an illegal reflective access operation has occurred und so weiter. Das hängt an meinem. Das erkläre ich später nochmal, woran das hängt und dann stellen wir das dann noch ab. Das liegt nämlich daran, dass der JSON nicht mit dem Java Local Date klarkommt. Da geht er mit Reflection sozusagen an innere Details ran und das müssen wir noch unterbinden. Aber wir haben hier trotzdem eine JSON-Datei erzeugt und die ist hier customer.json. Sie sehen also, der hat da was erzeugt. Code Format File. So. Jetzt kann man es hier ein bisschen schöner anschauen. Also das heißt, hier bis hier mein Barney Geröllheimer. Der hat Birthday, Year, Month, Day. Das ist sozusagen, das sind jetzt so die Innereien von der Local Date Klasse von Java. Und dann hat er hier die Adresse, der Schütteweg 2 und dann irgendwie ZIP-Code in Osterode. So, also das heißt, das ist, Sie sehen, also das hat er jetzt aus meinem Objekt gemacht. Was jetzt nicht geht, ist jetzt einfach ein zweites Objekt dahinter zu kleben. Das macht er nicht. Dann werden nachher die Parser nicht funktionieren, sondern muss jetzt ein Array von Objekten abspeichern. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wir wollen jetzt hier lesbare Zeichen haben. Wie gesagt, auch da kann ich Ihnen wieder nicht erklären, warum der jetzt hier diese Sonderzeichen macht. Das liegt am Encoding. Eigentlich ist hier alles UTF-8 und müsste so funktionieren. Und eigentlich geht es nicht. Das heißt, ich packe es hier mal, dass wir einfach lesbare Dateien kriegen. Packe ich hier mal wieder diesen Charset dazu. Charset for Name Windows 12 52. Also falls jemand weiß, wie man das strukturiert repariert, bitte um Hinweise. So, wenn ich ihn jetzt nochmal starte, habe ich hier den Geröllheimer wieder mit Ö. So, das heißt, was müssen wir jetzt tun, damit wir die beiden Custom abspeichern können. Wir müssen sozusagen eine Liste machen. Das heißt, das mache ich jetzt hier mal List von Customer. Customers ist gleich List of C1, C2. Und wenn ich jetzt das speichere, Customers da rein, sehen Sie, jetzt hat er eine Liste gemacht.
Und jetzt hat er sozusagen die gesamte Array abgespeichert. Sie sehen es hier, Array-Grenze oben und unten. Und dann kommen da zwei Objekte drin. Hier mein Barney Geröllheimer. Hier mein Barney Geröllheimer und da mein Fred Feuerstein. Jeweils mit Komma getrennt. So, jetzt ist hier vielleicht noch ein Problem drin. Und zwar will ich jetzt hier, das gefällt mir noch nicht, dann nörgelt er nämlich. Also ich lasse es nochmal laufen kurz. Wenn Sie nach diesen Warnings googeln, dann sehen Sie, dass das sozusagen JSON da illegalerweise in den Innereien von den Datentypen von Java was macht. Und das mag er speziell beim Local Date nicht. Insofern haben wir hier ein schönes Beispiel nochmal dafür, dass man sich jetzt vielleicht selber um die Serialisierung kümmern wollen würde. Das heißt, wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt hier bei dem Customer sagen, ich will mich jetzt hier ums Birthday selber kümmern von dem Local Date. Wie geht das? Das heißt, da bietet der JSON, wie viele andere Serialisierungsframeworks auch, eine Möglichkeit an. Ich sage jetzt hier, das ist ein, ich muss einen sogenannten JSON Serializer anbieten und ihm dann hier den Datentyp mitgeben. Das ist das Local Date. Ja, sehen, das Rails API Serializer. Jetzt bin ich jetzt mit den Lambdas nicht so firm. Insofern machen wir das jetzt mal nach guter alter Väter Sitte. New mit einer anonymen inneren Klasse, JSON Serializer. Und er bietet mir jetzt hier schon eigentlich alles an, was ich brauche. Also ich muss die Methode Serialize übergeben. Ja klar, also ich muss ja sagen, wie kommt er von einem Local Date zu einem JSON-Element? Das JSON-Element kann er dann auf die Festplatte schreiben. Das machen wir mal sehr stark vereinfacht. Ich sage ihm hier JSON if, wenn das SRC ungleich 0 ist, dann macht es überhaupt Sinn, was zu machen. Und dann sagen wir JSON primitive p ist gleich new JSON primitive. Also das ist so ein String oder ein int oder sowas, das ist ein JSON primitive. Und den biete ich jetzt an, das ist ein src.toString. Das heißt, jetzt macht er hieraus sozusagen einen primitiven JSON-String letzten Endes. Und dann kann ich nämlich hier sagen return p. Ich könnte jetzt hier auch ein komplexeres Element zurückbasteln, also jetzt mit mehreren Feldern. Ich könnte ein JSON-Objekt machen, ich könnte ein Array machen. Deswegen ist das hier JSON-Element, JSON-Primitive ist davon abgeleitet. Schauen wir mal, ob wir das visualisieren können. Da. Sie sehen hier, JSON-Primitive ist von JSON-Element abgeleitet. Also, und JSON-Element ist sozusagen das Basiselement von allen JSON-Dingen. So. Das heißt, jetzt habe ich den Serializer hier erzeugt als anonyme innere Klasse. Jetzt muss ich ihn noch registrieren. Das mache ich hier bei dem JSON Builder. Jetzt zerlegen wir den mal in mehrere Zeilen, dass wir hier das Builder Pattern auch schön sehen können. Punkt. Jetzt kann ich hier nämlich sagen Register Type Adapter und dann sage ich dem hier Local Date.class. Das ist der Type. Also das, dann kann er das über Java Reflection herholen und ich habe den hier so oder identifizieren kann das und dann kann er sozusagen jetzt hier den selbstgemachten Serializer für Java Local, also für Local Dates verwenden. So, wenn wir das mal starten, also jetzt verwendet er mal Serializer. Sie sehen hier noch in der alten Fassung hat er hier noch Birthday, Year, Month, Day einzeln. Das sind also die Innereien von dem Local Date von Java. Wenn ich es jetzt noch mal laufen lasse mit meinem Serializer, Sie schauen sich die Struktur jetzt mal an. Dann hat er jetzt hier plötzlich den String reingeschrieben, ne? Dieses 1971-03-18 für den Barney Geröllheimer. Oder für den Fred Feuerstein auch entsprechend nicht. Also das heißt, jetzt hat er meine Serialisierung angezogen. So, jetzt haben wir erfolgreich Datensätze gespeichert. Jetzt müssen wir natürlich die Datensätze wieder von der Festplatte runterladen. Das heißt, jetzt müssen wir sozusagen hier die Gegenoperation machen. Das heißt, wir brauchen hier wieder so einen JSON-Builder. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, dass ich hier so einen Reader aufgemacht habe. Der liest aus der Datei customer.json.
Ich gebe dem gleich mal das richtige Charset mit. Soll da kein Theater haben. So, und jetzt den Serializer brauchen wir noch nicht. Da machen wir gleich einen Deserializer draus. So, und gucken mal, was passiert, wenn es nicht deserialisieren kann. Und jetzt wollen wir Folgendes tun. Jetzt wollen wir ja eine Customer von der Festplatte lesen. Jetzt haben wir natürlich ein Problem mit den Generics, weil der über Java Reflection nicht genau identifizieren kann. Ist das jetzt eine List von Customer oder eine List von irgendwas anderem? Das ist einfach schwierig in Java, weil die Generics nicht sozusagen das ein bisschen zu generisch sind sozusagen. Und deswegen müssen wir hier auf ein normales Java Array gehen. Also das heißt, was ich hier sage, ist Customer. Das heißt, ich hätte gerne ein Customer Array, also keine Liste. Customers ist gleich JSON.fromJSON. Und das heißt, jetzt kriegt ihr hier den Reader mit. Also aus Symmetriegründen, das ist ja genauso wie hier oben. Ihr kriegt ja hier oben den Ausgabestrom mit. Warum ich hier den Reader vorweg haben will, weiß ich nicht. Und jetzt kriegt er da den Type mit. Punkt Class. So, das heißt, jetzt liest er das hoffentlich in das Array aus. Und das heißt, jetzt können wir das natürlich ausgeben. Jetzt habe ich mir sozusagen aus den Customers einen kleinen Stream gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt, das müsste so funktionieren, hoffe ich doch. Und jetzt starten wir das Programm, mal gucken, was passiert. Jetzt hat er hier Illegal State Exception und jetzt hat er hier ein Problem mit dem Birthday. Ja klar, ich habe ja hier meinen Type Adapter registriert. Wenn ich den mal rausnehme, müsste es funktionieren. Jetzt habe ich ja sozusagen den Datentyp beim Serialisieren, Deserialisieren ausgehängt. Jetzt läuft es wieder ohne meinen Type-Adapter. Also wenn ich Adapter reinbaue, muss ich ja für Serialisieren und Deserialisieren einen einbauen. Und jetzt hat er das offensichtlich gemacht. Jetzt müsste hier irgendwo, hat er auch hier die beiden Customer, Barney und Fred, und auch wieder mit dem korrekten Ö gepasst. So. Jetzt wollen wir aber die Warnings wegkriegen und wieder unseren eigenen Type-Adapter einbauen. Das heißt, ich baue es hier wieder beim Schreiben den ein. Und jetzt müssen wir hier beim Lesen natürlich auch einen einbauen. Natürlich die Gegenrichtung. Das heißt, ich baue jetzt hier einen Type Adapter rein und den nenne ich die Serializer. So, den muss ich natürlich noch schreiben, den kennt er noch nicht. So. Das heißt, wir machen hier wieder einen JSON Deserializer. So. Deserializer für einen Local Date. So, also das heißt, warum das jetzt gerade nicht generiert hat, weiß ich nicht. Das heißt, jetzt müssen wir hier wieder die Deserialize-Methode übergeben. Das heißt, ich kriege ein JSON-Element und muss das dann parsen und wieder übersetzen in ein Local Date. So, jetzt muss ich da an die Daten rankommen. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal die Daten aus diesem JSON-Element raus. String date gleich JSON get as string. Ist hier irgendwo get as string. Und jetzt muss ich den String noch übersetzen in ein Local Date. Local Date. Pass Date. So. Sicherlich geht es ein bisschen schöner, aber so müsste es funktionieren. Und jetzt habe ich hier sozusagen beim Schreiben den Serializer registriert und beim Lesen den Deserializer. Und jetzt müsste es wieder funktionieren. Sie sehen hier Barney Geröllheimer, Fred Feuerstein wieder gelesen. Das Datum ist wieder korrekt drin. Und das Datenformat in dem Customer.json ist jetzt wieder das mit meinem angepassten Datentyp. Und die Warnings sind weg. Und Sie sehen hier, der Birthday ist jetzt sozusagen mit meiner eigenen Darstellung. Das ist jetzt einfach localDate.toString gemacht. So, jetzt könnte man sich vielleicht zum Schluss noch fragen, will ich wirklich alles serialisieren, was in dem Objekt drin steht? Vielleicht das ganz kurz.
Man kann sich durchaus auch, kann auch Felder rausnehmen aus dem Serialisieren. Das geht eigentlich bei den meisten Serialisierungsframeworks. Also wenn ich jetzt sage, Birthday ist, das nervt irgendwie, das will ich gar nicht drin haben, dann kann ich das auch transient machen. Das ist ein Schlüsselwort in Java. Wenn ich mein Programm jetzt mal laufen lasse, ist der Birthday da raus. Also ich lasse es mal laufen. Programm läuft durch, weil das Feld jetzt komplett ausgehängt ist. Und jetzt haben Sie hier das Feld Birthday ist jetzt einfach null, weil er das sozusagen nicht abgespeichert hat, weil ich es als Transient markiert habe. Und noch hier Customer JSON. Hat er das einfach nicht mit reingeschrieben. Sie sehen hier auch schon, wenn ich Felder weglasse, auch in der Migration ist es so, da kommt er durchaus damit klar. Das heißt also auch, das ist robust gegen gewisse Änderungen. Also ich kann das JSON-File hier durchaus mit weiteren Attributen ausstatten und es funktioniert noch. Und ich kann Attribute weglassen, es funktioniert auch noch. Also das heißt auch, da ist eine gewisse Abweichung zwischen der JSON-Datei und dem, auch dem tatsächlichen Java-Objekt möglich. Also man, auch da kann man sozusagen eine Datenmigrationsstrategie programmieren. Zum Schluss eine kurze Diskussion zu JSON. JSON ist zurzeit eigentlich so das Standard-Übertragungsformat im Internet. Also wenn Sie irgendwas machen, ist eigentlich meistens JSON-Format drin. Und das ist plattformneutral. Das heißt, Sie können von Java nach COBOL und von COBOL nach C-Sharp übertragen. Schema funktioniert. Ich bin nicht sicher, die Folie ist schon ein bisschen älter, ob das Schema nicht inzwischen abgeschlossen ist. Das muss man mal korrigieren. Ich habe jetzt also als Beispiel die JSON-Bibliothek gezeigt. Da gibt es aber einen ganzen Satz weitere Bibliotheken, die JSON serialisieren, deserialisieren können. Der Grund für JSON ist jetzt, dass wir es in vorangegangenen Vorlesungen schon drin hatten, dass Sie sich also da nicht nur einarbeiten müssen. Und es ist, wie gesagt, dieses JSON-Format ist sehr, sehr leicht zu parsen. Also selbst wenn Sie keine Bibliothek verwenden, ist das mit ein bisschen Java Reflection auch in wenigen Stunden gemacht. Und es ist ein selbstbeschreibendes Format. Sie können, wenn Sie es von der Festplatte lesen, Sie können es selber zu Fuß interpretieren und wissen, was ungefähr drin steht. Ich habe Schwierigkeiten damit, also Sie haben es gesehen, ich kann sehr, sehr gut Baumstrukturen darstellen, also Kunde hat eine Adresse oder Kunde hat 10 Adressen oder 1000 Adressen, das geht. Sobald ich einen Kreis reinkriege, Kunde verpointert auf Kunde oder vielleicht erinnern Sie sich an ein vorhergehendes Video, das ein Mitarbeiter auf seinen Vorgesetzten zeigt. Das heißt, sobald ich Zyklen drin habe, hängt sich der gerne auf in der Rekursion, also Kunde wird serialisiert, der Vorgesetzte wird serialisiert, der wird zeigt vielleicht wieder auf den Kunden zurück, dann wird der wieder serialisiert und so weiter. Also man gerät da relativ leicht in Rekursionen drin, sodass man da sich noch was überlegen muss, wie gehe ich eigentlich mit Zeigern und komplexeren Objektstrukturen um. Das habe ich Ihnen jetzt in dem Video nicht gezeigt. Das war es jetzt erstmal mit den Videos zum Thema Serialisierung. Wie gesagt, was jetzt logisch noch fehlt, es ist ein Video zum Thema XML-Serialisierung und eigentlich auch noch eins, wie man so binäre Datenformate macht. Also vielleicht eine Demo von Google Protobuf oder was Vergleichbares. Das muss ich in den nächsten Jahren mal nachliefern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.